In Teil 6 wollen wir uns die Ergebnisse der Stabilitätsnachweise anschauen, die wir im vorhergehenden Video durchgeführt haben. Schauen wir zunächst in die Ergebnisse der Riegel hinein. Und wir sehen, sehr schön gegliedert für jeden einzelnen Riegel ein Kapitel mit der zugehörigen Lastkombination. Also hier 1007, Riegel 1007 mit den sieben Lastkombinationen, dann 1008, 1009, 1010, 1011. Schauen wir in ein Ergebnis rein, zum Beispiel von dem Riegel 1007 in der Lastkombination 1001. Dann bekommen wir zunächst hier sehr übersichtlich nochmal grafisch dargestellt, wie die Halterungen definiert sind. Das können wir, sollte man nochmal überprüfen, damit man sich mit X und Y oder Z nicht vertan hat. Wir sehen also, die Auflager haben eine Drehbehinderung um die X-Achse, eine Verschiebeverhinderung in Z und Y. Was ist Y? Wir sehen, rot ist immer die X-Richtung. Blau ist die Z-Richtung, also muss Y hier senkrecht zum Bildschirm sein. Und genau das wollen wir ja haben. Das gleiche gilt für die Zwischenhalterungen. Hier sehen wir also auch die Haltung in Y, genau wie wir das haben wollen. Z ist natürlich frei und auch hier ist die Verdrehung um die eigene Achse verhindert. Also diese Grafik ist, denke ich, sehr hilfreich. Das Gleiche ist auch nochmal hier tabellarisch dann dargestellt. Als nächstes sehen wir die Schnittgrößen für den Riegel in dieser Lastkombination. Dann sehen wir die Querschnittswerte. Wenn wir es jetzt hier mit einer Querschnittsklasse 4 zu tun hätten, gäbe es hier eine weitere Tabelle mit den dann effektiven Querschnittswerten. Weiter geht es mit Materialien. Dann die Berechnung des maximalen CT-Verhältnisses und hier auch die Einordnung nochmal in die Querschnittsklasse. Wir sehen entsprechend weitere Nachweiswerte und Hilfswerte für das Biegeknicken oder das Biegedrillknicken mit Fußnoten, also wirklich sehr gut nachvollziehbar. Es geht weiter mit eben solchen Hilfstermen für Kapitel 632, die Interaktionsbeiwerte und last not least dann hier der Biegedrillknicknachweis und auch nochmal in Blau hervorgehoben, dass der Nachweis erfüllt ist. Das kann man sich für jeden einzelnen Riegel anschauen. Ich würde vorschlagen, es ist aber sinnvoller, in die Zusammenfassung zu gehen, weil hier sieht man zusammengefasst wieder unsere fünf Riegel, dann jeweils die maßgebende Lastkombination und hier auch wieder, ob der Nachweis erfüllt ist oder nicht. Wenn er nicht erfüllt wäre, dann könnte man ja hier ins Detail dann reinspringen. Also glaube ich ganz gut nachvollziehbar. Das waren also die Riegel und dann gibt es das gleiche hier nochmal für die Stützen. Auch hier sehen wir wieder die einzelnen Kapitel. Wir haben ja ein paar mehr Stützen, deswegen ist das hier umfangreicher. Aber man sieht auch wieder hier sehr gut, wir haben eine 3 Meter lange Stütze und wir haben diesmal keine Zwischenhalterungen definiert. Also taucht hier auch nichts auf. Wir scrollen runter, schauen in die Zusammenfassung und ja, sehen auf einen Blick sehr schön, welche Lastkombinationen die maßgebenden waren und ob die Nachweise ja, erfüllt sind. Schauen wir noch in die grafische Ergebnisausgabe. Hier den Task interaktive Grafiken hatten wir schon mal benutzt. Ich setze den mal darunter, mache einen Doppelklick, dann öffnet sich der
WinGraph. Und hier können wir jetzt eben auch grafisch uns das Ganze anschauen. Also zum Beispiel Stabelemente, den Ausnutzungsgrad wollen wir sehen. Und hier beispielsweise den gesamtmaßgebenden. Hier haben wir die Lastkombination 901. Das war die Lastkombination der Querschnittsnachweise. Ja, sieht also beispielsweise so aus. Hier sehen wir die maximale Ausnutzung. Man kann jetzt sich das Ganze so einrichten, dass man exakt sieht, was man will. Beispielsweise dieser mittlere Rahmen hier, den möchte ich genauer mir rauszoomen sozusagen. Und vielleicht soll er quer auf einem Bild dargestellt werden. Die ganze Bedienung von dem WinGraph ist ja ganz hervorragend auch mal in anderen Videos erläutert worden von meinem Kollegen Frank Weber. Ich blende Ihnen hier mal seine Adresse ein, wo es da Videos zu dem WinGraph gibt. Was können wir hier uns noch anschauen? Also Querschnittsklasse beispielsweise. Oder aber, wenn wir jetzt tatsächlich auch zu den Ergebnissen der Stabilitätsnachweise kommen wollen, dann müssen wir hier die Bemessungselemente auswählen und da hier zum Beispiel den maßgebenden Stabilitätsnachweis, den wir ja in der Lastfallnummer 951 gespeichert hatten. Ja, das ist die grafische Ausgabe. Wenn Sie sagen, ich hätte aber gerne auch das Ganze noch irgendwie tabellarisch oder in Excel, haben wir auch das zur Verfügung. Gehen wir wieder auf Task einfügen und wählen hier die interaktiven Listen und Grafiken aus, bekommen dann hier den Result Viewer, mit dem wir uns Grafiken, Tabellen, Diagramme erstellen können. Gehen wir mal hin und lassen eine Tabelle uns erstellen über beispielsweise Bemessungen, Stabelemente. Finden wir auch hier den Ausnutzungsgrad, zum Beispiel der Querschnittsnachweise. Ja, bekommen das tabellarisch sehr schön dargestellt und können von dort hier zu Excel dann übergeben. Gut, so viel zur Ergebnisauswertung. Bis zum nächsten Video.